Gestrafte Bürger, darf man doch in Deutschland, oder? Wenn Sie das Haus betreten wollen, dann möchte ich bitte Ihr Gesicht sehen, ansonsten können Sie das Haus nicht betreten. Kommt mal bitte her! Kommt her! Nein, wir sind hier nicht in Nordrhein-Westfalen. Ich bitte, wir machen hier nicht so einen Klamauk. Sie können ja normal. Das ist deutschlandweit. Aber nicht mit solchen Geschichten. Das ist deutschlandweit. Nein, ich diskutiere das wir haben ja das Hausrecht, wenn Sie sagen, Sie können ja nicht rein oder nicht, also können ja nicht rein, dann können Sie rein. Wenn Sie sich dem widersetzen, dann habe ich eine Anzeige wegen Hausbesuch. Das Hausrecht hat hier die Staatskanzlei und die Staatskanzlei sagt, was hier passiert. Und daran haben wir uns gehalten. Und es gibt doch kein Problem. Es wurde nur gesagt, dass man haben wir das? Also in der Staatskanzlei in Dresden kommt niemand mit Burka rein. Das ist eine klare Aussage. Ohne Gesetz bis jetzt schon. Ohne Gesetz, ohne sonst was machen die das so. Ohne mit Burka kommt man nicht rein. Weil sie das Haus nicht sagen. Alles klar, das ist ja schon gut. Kommt man nicht als Nikolaus hier rein? Ja, na klar, ich komme hier rein. Ja, aber was heißt denn Klamauk? Aber wir wollen ja mal rausgucken, wie weit das Verbot hier. Aber sie ist ja nicht verbunden. Man muss das Gesicht erkennen. Das geht nicht um die Leute, es geht darum, dass Sie die Leute erkennen. Das ist eine Frage der Sicherheit. Es geht jetzt doch um Sicherheit. Ins Gesetz steht, dass es nicht um Sicherheit geht. Nein, das ist gut. Es geht um Sicherheit. Es geht nicht um, dass es nicht zu Deutschland gehört. Es geht jetzt auch um Sicherheit. Sehr wichtig. Ich bedanke mich. Also hier werden ganz andere Aussagen gemacht, als das jetzt gestern der Messer gesagt hat. Es geht um Sicherheit. Also der Burka ist ein Sicherheitsrisiko von Deutschland.